Ihr edlen Byzantiner, die Überlieferungen sprechen davon, dass die Macht von Byzanz und die Macht der Nopia dereinst von vier großen Städten ausgehen werden. Drei davon haben unsere Ahnen gegründet. An uns ist es nun, die vierte Stadt zu bauen und damit unser Vermächtnis zu erfüllen. Doch wohin sollen wir gehen? Nordwärts, durch die byzantinische Pforte, über den Tagesmarsch hinweg ins Düstertal? Um dort am Fuß der eisenerzreichen Düstergipfel den seltenen Zucker anzubauen? Oder gar noch weiter nördlich an die Gestade des Weißglut-Kappes, wo merkwürdig wohlschmeckende kleine Seeungeheuer leben und in den Klippen ebenfalls Eisen zu finden ist? Oder ist nun die Zeit gekommen, um endlich in die Purpurwüste zu ziehen, wo wir an den Hängen des Berges der Erleuchtung eine Wüstenstadt errichten können, deren Bürger sich fortan dem Schürfen von Silber und Eisen widmen werden? Ich erwarte guten Rat, ihr Edlen des Reiches, denn eure Entscheidung ist bedeutsam. Alle weiteren Städte werden gemäß der Prophezeiung kleiner bleiben. Diese großen vier werden auf ewig ein Symbol für die Macht von Byzanz und die Kraft des Nopisch sein.